Ich bin der Gabriel von den Köln 99ers und ich werde heute die Challenge gewinnen. Hallo, mein Name ist Konstantin Klein. Das ist meine Halle, meine Regeln und mein Sieg. So, und ich bin Sarah und ich habe mir ein paar schöne Challenges überlegt. Aus! So, Jungs, ich würde sagen, erste Challenge. Wer am meisten Körbchen trifft, von der Freiwurflinie in einer Minute. Los geht's. Minute startet ab jetzt. Noch 30 Sekunden. 7, komm, 6, schön, einer geht noch. 7, 9, so, zu Ende. Wie viele haben wir? Du hast mitgezählt, oder? 4 waren das, ja. Auf die Plätze, fertig, los. 40 Sekunden. Sympathisch würde es sich halt auch mal machen, nicht zu treffen. Aber fühl dich da frei. Ja, da ist er doch. So, die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja, okay, komm. Ich meine, es war der Anfang, ne? Das muss gar nichts heißen. Ich habe mich ja eben gerade schon wieder richtig beliebt gemacht, indem ich gesagt habe, dass Sportler die vielen Kopfbälle, das wird euch ja nachgesagt. Wir sind Basketballer, keine Fußballer. Und das will ich nämlich auch so hören. Und deswegen geht es jetzt um Schätzen. Ich lese euch also eine Frage vor und ihr dürft dann nacheinander schätzen, was die Antwort ist. Ich wusste natürlich alles. Okay, erste Frage. Wie viele Punkte hatte Michael Jordan in seiner Karriere erzielt? Insgesamt, es waren sehr, sehr viele. Ich schätze 50.000. Ja. Was sagst du? Richtig? Nein, nein. Mehr, weniger, nein. Nicht 50.000. Jetzt ist er dran. Hat er angegeben. Also ich sag 38.000. So. Guck mal, läuft bei ihm. Es war nämlich am Ende, ganz klar, 32.292. Ja, ne, das hätte man wissen können. Kein Druck. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der wirklich heißt. Robert Parrish spielte in den 80er Jahren für die Boston Celtics. Wie viele Partien hat er in seiner Karriere gespielt? Da war ich noch nicht mal geboren. 750. Okay, also 750? Ich sag, also locker mehr als 750. 2000, 3000, irgendwas. Dann also sag ich 2000. 2 bis 3000. Ja, okay, dann sag ich 2000. Auf jeden Fall mehr als 750. Okay, also wir liegen tatsächlich bei 1611 Spiele. Hab ich gewonnen. Ja. Hört auf ihn. Nächste Frage. Was ist die geringste Gesamtpunktzahl von beiden Teams, die in der deutschen Liga jemals in einem Spiel erreicht wurde? Von beiden Teams zusammen? Genau. 65 Punkte. 65 und du sagst? Ich gehe 16. Es waren tatsächlich am Ende 83 Punkte. Nächste Frage. Was ist die höchste Blockzahl, die jemals von einem Club in der Liga innerhalb von einem Spiel erreicht wurde? 12. Ich sag 15. Oh, wie hart. Wollt ihr es echt wissen? Es sind 13. Yes. 2-2. Aber knapp. Guck mal, wir sind schon durch. Und es steht gerade aktuell 2-2. Die nächste Frage entscheidet. Was war die längste Sperre, die in der NBA je für einen Spieler ausgesprochen wurde? Sag du erst. Ich bin dran. 164 Spiele. Ich sag auf jeden Fall drunter. Ich kann dir sogar sagen, wer. Ich glaube, Ron Artest damals mit Indiana Pacers. Ich glaube, das waren irgendwas mit 70, 75, 74, 73, irgendwas. Ich bin ja fast geneigt, dir sogar einen Extrapunkt zu geben, weil sogar der Spieler stimmte. Alter Streber. Es waren insgesamt 86 Spiele. Also ein gesamtes Jahr dann. Der hatte, glaube ich, Anfang der Saison, gab es diese Massenschlägerei. War kein guter Spieler, aber er hat sich immer geprügelt. So, ihr Kinder, das war's. Aber das war wirklich dieses Mal richtig knapp. Cruz gewonnen, 3-2. Jetzt folgt das nächste Spiel. In der nächsten Challenge geht es ein bisschen um Kreativität. Es geht darum, dass ihr mir im Wechsel eure coolsten Moves so zeigt. Also ich will sowas so, du kannst irgendwas so machen. Unter Bräutschuh. Also es muss ich richtig wegflashen. Ich mach einfach mal nach. Das war's doch schon, Mickey. Vielen Dank. Vielen Dank. Mach ihn fertig. Fand ich schon ziemlich cool. Ne? Ich würde aber trotzdem sagen, dass er gewonnen hat, diese Challenge. So, meine Lieben, in der nächsten Challenge könnt ihr quasi die Schwächen des jeweils anderen für euch nutzen, denn ihr müsst dem anderen sagen, was es tun soll. Wisst ihr, was ich meine? Beispielsweise kannst du ihm jetzt sagen, mach mal das und das, aber du musst halt eine machbare Challenge ihm stellen, die aber durchaus schwierig ist. Und er kann das gleiche mit dir machen. Okay?
Ja. 1, 2, 3, 4, Stimmung. Ein Dreier rückwärts. Kein Problem. Prost. Ich bin sogar so gütig, ich gebe dir sogar drei. Also zwei noch. Einen hast du noch. Er hat übers Brett. Was ist meine? Er hat drei Chancen. Drei Chancen. War auch nicht so verkehrt. Aber sah absolut cool. Oder was? Nee, für dich einfach von der Mittellinie. Ja. Jetzt muss aber einer fallen. Das sieht gut aus. Oder einfach ein Dreier. Mach ein Dreier. Dreier. Jungs, was ist denn mit euch? Ja, weil wir hätten hier jeden haben können, ne? Und ihr gebt mir die. Der dritte und letzte Runde. Und da muss jetzt auch wirklich was klappen, okay? Ja. Du setzt dich auf den Boden und versuchst einen Freiwurf. Yes! Sauber. Aber noch nichts verloren. Letztendlich kannst du ja noch aufholen. Von hier rückwärts. Jetzt mal so richtig auch mal in meine Richtung geht, gehen wir jetzt zur Essens-Challenge. Wer hat richtig Hunger? Zieht euch um, was Hübsches. Und dann werden wir uns so richtig hart betteln im Essen. So, ihr Mäuse, bitteschön. Nicht dran gewöhnt, ich bringe euch jetzt nicht jeden Tag das Essen. Ne? Ihr habt jetzt die Aufgabe, das Ganze möglichst schnell mit Getränk zu schnabulieren. Ich werde die Zeit stoppen. Ich bringe auch noch Ketchup, wenn du willst, aber immer lächeln. Auf die Plätze, fertig, los. Mit dem Willen zu gewinnen. Komm, das schaffst du noch. Komm, ich helfe dir. Nein. Ja, das ist ein Fressack. Wie schön war dieses Erlebnis, sich so Pommes reinzuschlingen? So, wie viele Körbchen muss man jetzt werfen, damit man das abtrainiert hat? Drei Stunden? Keine Ahnung. Mindestens. Bauchübung war super. Wir laden dich immer gerne. Gratulation zur gewonnenen Challenge. Dankeschön, danke. Ja, gewonnen. Aber am Ende sind wir alle Sieger der Herzen. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ja, gebt uns einen Daumen und Peace!